Hallo, willkommen bei Neuprojekt bei The Last of Us. So, heute wollen wir losstarten in das Spiel und mal gucken, wie das Spiel so ist. Und wir werden das ganze Spiel auf normal spielen. So, speisen wir unser Spielstand hier. So, das ganze Spiel ist für uns blind, habe ich jetzt noch nicht angespielt. Nur mal ganz kurz mal reingeschaut, wie das so ist. Aber sonst ist das ganze Spiel blind. So, werden wir kurz mal Untertitel anmachen. Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Du solltest schon längst im Bett Hauptsache, sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines, sie ist Was? Schön, aber... Ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh, gut. Dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Kleines, du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy, wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, also. Onkel Tommy? Hallo? Oder Onkel Tommy, wo Probleme? Okay, jetzt sehen wir das Spiel. Was ist denn da los? Okay, was ist das denn? Ach, verdammt, die habe ich total vergessen. Das ist eine Geburtstagsparty. Okay. Gut. Gehen wir kurz mal unter die Optionen. Kurz mal was umstellen. Gut, alles ist eingestellt. Jetzt können wir aus der Tür gehen. Okay, wo ist sie denn? Daddy? Probieren wir da mal reinzugehen. Okay, wo die Zeitung? Jetzt haben wir heute. Gut, da ist nur Toilette, da ist der nicht. Dann gehen wir da vorne mal lang. Bist du hier? Im Zusammenhang mit der landesweit ausgebrochenen Verdammt, wo bist du?
Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Aggressivität neigen und, Sofort alle hier wegbringen, es tritt Gas aus. Hey, los! Es scheint, dass die Soldaten hinter mir... Was ist in der Nähe? Verdammt, das ist halt ganz in der Nähe. Oh Gott. Ah, verdammt, die Nähe. Kerl, geh mich schnell weg hier. Dad? Gut, suche mich schnell, Vater. Dad! Gut, dann geh mich schnell runter und suche ihn. Wo ist er, verdammt? Was ist bloß los? Polizeiautos. Was ist hier bloß los? So, geh mit Dame lang. Sein Telefon. Okay, da. 8 Anrufe. Verdammt, wo bist du? Ruf an. Bin auf dem Weg. Okay. Dann gehen wir da mal lang. Vielleicht ist er ja da vorne irgendwo. Da ist er ja. Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Das sind die Coopers. Etwas stimmt nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Verdammt! Oh Gott! Jim! Dad! Jimmy, komm her! Komm her! Alles wird gut. Jimmy, halt zurück! Wir lösen deine Dinge! Nein! Geh! Geh! Du hast ihn erschossen. Sarah. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los. Los. Okay. Du, weißt du, was hier draußen los ist? Ich habe keine Ahnung. Scheiße. Da ist überall Blut. Das ist nicht meins. Lasst uns einfach abhauen. Anscheinend sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Können wir bitte gehen? Irgendein Parasit oder sowas. Sagst du mir, was passiert ist? Später. Hey Sarah. Wie geht's dir, Liebes? Ganz gut. Machst du das Radio an? Ja, klar doch. Danke. Wie möglich weg. Die 71 nehmen. Wie viele sind denn gestorben? Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Haus. Ja. So was hält man nicht. Kinder! Großer Gott, wie ist das passiert? Das weiß niemand. Das passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man das über die Ost- und die Westküste. Herr im Himmel. Das ist Louis' Farm. Ich hoffe, der Schweinehund hat es geschaffen. Ja, ganz bestimmt. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt. Nicht hier. Haben wir nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut. Mal sehen, was sie brauchen. Was zum Teufel machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind schon. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey! Fahr hey, vorbei, stopp! Tommy. Wir müssen trotzdem weiterfahren. Wir können auf keinen Fall anhalten. Der hätte uns fast ausgeraubt oder so. Und anders wird kommen. Wir hätten helfen sollen. Ich
Krankenwagen. Es ist ganz viel los. Du hast dem mehr seinen Stau. Das ist keine gute Idee für Aussteiger. Gut, hau mich schnell ab. Komm schnell rückweg. Verdammt, über diese Menschen. Wir können nicht zu denen durchfahren. Wir können hier nicht anhalten, Tommy. Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel. Fahr zurück. Hinter mir sind sie auch. Da, da, da. Festhalten. Fahr. Oh, verdammt. Ja, verdammt, was jetzt passiert? So, machen wir die Tür erstmal auf. Weg mir das Ding. Alter! Pfote weg! Jo, knall die Dinger ab. Okay. Gut, dann lauf mich schnell mal hier runter. Du bist dem Tommy hinterher. Komm, schnell los. Du wirst lang, Tommy. Gut. Da ist der sichere Weg, da können wir gut lang. Komm weg mit euch. Wir haben ein kleines Kind dabei. Sieh einfach nur mich an, kleines. Da drüben! Ja, komm wieder her. Ja, komm schon. Du schnell in die Seitengasse. Gut. Da, komm weg mit dir. Gut. Wir sind fast da, Kleines. Du bist fast da. So schnell durch die Tür. Los zum Highway! Los, du hast Sarah! Ich bin schneller als sie! Tommy? Wir treffen uns dort! Mach schnell! Gut, schnell durch die Highway, dann gehen wir da schnell hin. Komm schneller runter. Wir sind fast da. Gut. Wir sind mir sicher. Hoffe ich mal. Gut, dann gehen wir erstmal hoch. Und dann laufen wir fast ein Zombie hinterher. Dann beeilen wir uns schnell mal. Ist okay, Kleines. Wir sind sicher. Hey! Helfen Sie uns! Stop. Bitte! Meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Okay. Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund. Oh nein. Ihre Hilfe. Dann, komm, umdrehen.
Scheiße! Oh nein. Sarah! Okay, lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Hör zu mir, ich weiß es nicht. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah, ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah. Kleines. Kleines, tu mir das nicht an. Bitte, tu mir das nicht an. The Last of Us. Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt über 200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Es war unfassbar, aber Hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen... Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer Zuständigkeit... Schon seit drei Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von 6 angeblichen Fireflies. Vertraue auf die Fireflies. 20 Jahre später. Ich komme. Na, wie war dein Morgen? Auch ein? Nein, für mich nicht. Ich habe interessante Neuigkeiten für dich. Wo warst du, Tess? West End Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pellen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich zwei Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber... keine große Sache. Gib mir das. Leben die Arschlöcher noch? Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Ja, das waren einfach nur zwei Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert? Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvorzukommen. Mistkerl, er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. Kontrollpunkt 5 ist noch offen. Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. Was, ist das dein Ernst? Heute kam diese scheiß Aufforderung.
Ich wurde für den Arbeitsdienst ausgewählt. Gut, das war der erste Part von The Last of Us. Den nächsten Part machen wir weiter. So, okay, bis dann, Leute, und haut rein.